Hello, I'm Lisa. Hello, I'm Cissi. We're from Those Dancing Days. And this is On Air. Eine Mischung aus Retropop und Elektroklängen bieten diese fünf Schwedinnen. Those Dancing Days begeisterten ihre Landsleute so sehr, dass sie bei den MTV Europe Music Awards im Jahr 2007 eine Nominierung als beste schwedische Gruppe erhielten. Und das ohne eine einzige Platte verkauft zu haben. Erschien dann ihr viel umjubeltes Debüt in Our Space Hero Suits. Derzeit touren sie mit ihrem zweiten Werk Daydreams and Nightmares durch Europa und die USA. Doch auch nach zwei Alben muss das Frauenquintett vor allem den männlichen Zuhörern noch immer ihr Können beweisen. Sometimes some people like old sound engineers like Manchmal sind Leute wie ältere Soundmischer oder alte Männer skeptisch. Sie fragen sich, wer sind diese Mädchen? Aber wenn wir spielen, dann bejubeln sie uns. Es macht uns Spaß, ihnen zu beweisen, dass sie mit ihrer Einschätzung falsch lagen. Sometimes, but mostly good experiences though. But some people, yeah, some men mostly. Meistens machen wir gute Erfahrungen, wenn wir Konzerte spielen. Oft denken die Leute nicht darüber nach, wenn sie uns dumme Fragen stellen oder uns als Musiker unterschätzen. Überwiegend kommt das von Männern, aber teilweise auch von Frauen. Allerdings geschieht das immer seltener. Ich glaube, wir sind schon etwas aggressiver geworden, weil wir nicht mehr so naiv wie früher sind. Man merkt, dass alles etwas ernster ist. Man sieht eben Dinge, die einen manchmal wütend machen. Aber ich denke, ich kann eine Menge Frustration am Schlagzeug abbauen. We didn't know really what to expect. Wir wussten nicht, was wir erwarten sollten von dem Musikmachen. Wir dachten, wir würden vielleicht auf ein paar Festivals in Schweden spielen. Aber wir hatten damals nicht erwartet, dass wir auf Tour gehen oder sowas wie berühmt werden würden. Because every part of that's the funny thing with like our profession now, that there's so many different things involved. Das Spannende an unserem Beruf ist, dass so viele Dinge damit zusammenhängen. Derzeit macht das Touren am meisten Spaß, da wir sehr lange am Album gearbeitet haben. Es ist schön, damit jetzt fertig zu sein und die Lieder nun live zu spielen. Wir sehen aber auch viele Orte und treffen viele Menschen. Wir reisen viel und besuchen viele verschiedene Städte, wie Rostock eben. Aber nach einer Weile ist auch das langweilig. Und dann macht es Spaß, wieder Musik zu schreiben. Das alles ist sehr abwechslungsreich. So, but then after a while we get tired of that and then it's fun to make music. I'll be yours and you're mine. I'll never let go, I'll never let go.
Zurück im Peter Weißhaus und ich möchte euch nochmal auf die eben gesehene Band hinweisen, nämlich Those Dancing Days. Ihr könnt bei uns, wenn ihr uns einfach eine E-Mail schreibt an die eingeblendete Adresse, zwei dieser Plakate gewinnen, die signiert sind und von der Schlagzeugerin selbst gestaltet wurden. Wir machen jetzt weiter